So, herzlich willkommen. So. Gut, wir brauchen eine Schippe für die Dinger, haben wir. Und dann können wir eigentlich auch gleich mal, warte mal ganz kurz, für das Wasser umsiedeln. Nehmen wir gleich noch einen Eimer mit. Brauchen wir noch etwas? Doch eine Axt für die Zäune. Die müssen wir auch umdingsabumstern. Und mehr eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht, ne? Das sollte ja gar nicht mal so schwer sein. Das heißt, ein Eimer. Ich nehme gleich mal zwei mit. Man kann ja nie wissen. Und Axt. Sehr schön. Sollten wir alles haben, was wir brauchen? Sehr gut. Übrigens kam letztens im Mindtest-Forum irgendwie wieder das Gespräch auf bei der Mod hier mit der Panzerung. Da ist ja derzeit so, dass unten diese 69% zeigen an, wie sehr die Rüstung abgenutzt ist. Und früher war es ja so, dass stattdessen angezeigt wurde, wie stark die Rüstung ist. Dass quasi 100% sagt, okay, du hast die stärkste Rüstung, die es gibt. Und 50% sagt, okay, die Rüstung, die du anhast, ist ungefähr 50% so stark wie die stärkste Rüstung, die es gibt. Was ich persönlich so total scheiße finde, weil wie stark die Rüstung ist, weißt du sowieso, weil du weißt ja, welche Rüstung du angelegt hast. Von daher willst du in der Regel lieber eher wissen, wie stark die schon beschädigt ist. Weswegen das, so wie es jetzt ist, aus meiner Sicht sinnvoller ist. Aber im Forum hat man sich tatsächlich, ja, darüber diskutiert, ob man das nicht lieber wieder so macht, wie man das früher gemacht hat, dass das quasi anzeigt, wie stark die Rüstung ist und nicht, wie beschädigt sie ist. Wo ich persönlich nur hoffen kann, dass das nie so kommen wird, weil dann habe ich ein Problem. Ja, na, zur Not muss ich dann selber eine Mod schreiben, die das Ganze dann nach meinem Bedarf zurecht biegt. Weil, wie gesagt, ich habe es so, wie es jetzt ist, definitiv lieber. Finde ich schon ganz cool. So, damit sind die Abernarbeiten quasi abgeschlossen. Dann geht es jetzt um das tatsächliche Umsiedeln der Felder. Danke dafür. So, dann fangen wir am besten mal direkt mit den Zäunen an. Wo ist meine... Achso, warum denn da unten? Sag mal. Voll Zickzack laufen hier. Gut, die ganzen Sanddünen müssen wir dann natürlich auch umsiedeln. Weil die Zäune sollen nach wie vor auf Zuckersand stehen und nicht auf, Gott, der Geschwindigkeitsunterschied ist halt wie Tag und Nacht hier. Egal, ist auch der letzte Zaun. Oder die letzte Zaunreihe, von daher. Yay, geschafft. So. Beziehungsweise, wir können eigentlich auch gleich hier, weil... Der hier. Da kommt ja später denn der Zaun hin. Das Gatter. Was? Nein, doch nicht. Egal. Hier.
wird ja, wie gesagt, alles um zwei verrückt, verrutscht, verrückt, verrutscht. Das heißt auch die Tore und die Wege und alles. Das wird der Katastrophe. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Folgendes. Wir brauchen erstmal Sand. Das heißt, ihr kommt hier mal kurz weg. So, hier hinten kommt später der erste Zaun hin. So ungefähr. Wo ist mein Zaun? Da ist mein Zaun. Ja, die Axt, die können wir erstmal wegtun. So, wo ist das Gatter? Da ist das Gatter. Dann kommt hier das Gatter hin. War klar, das ist falsch rum. Also so rum. Hä? Nein. Ach so, ja gut, okay. Genau. So. Oder die Waldfee. Perfekt. So, dann haben wir jetzt schon mal die ganzen Türe, die ganzen Türen schon mal verrückt. Achso, da unten der Sand, der muss ja noch ausgetauscht werden. Du kommst nach da. Dafür kommst du. Oh, Alter, diese ganzen Büsche hier, komm alle weg hier. Ich brauch Platz. Du kommst nach da. Knochen bekommen. So. Ach ja. So, okay. Dann kommen jetzt. Hier kommt der Zuckersand hin. Dafür kommt hier normaler Sand hin. Ach komm, ich mach erstmal die ganzen Sand hier weg. So ungefähr. Ja. Okay, da schon Wasser. Achso, nee, eigentlich nicht. Eigentlich kommst du dahin. Da bin ich nur zu tief gebuddelt. So. Alter Schwede, muss man echt aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Denn die Reihe hier muss genommen auch noch weg, weil da muss ja dann wieder normale Erde hin, die nicht, ne? Hier, da kommt ja dann der Trampelpfad hin. Das heißt, das kann ich auch gleich machen. Upsala. Ja, das war ein zu weit. So, wir wollen mal, Alter Schwede. So. Ist das jetzt hier richtig? Ja. Genau. Gut, dann kann auch gleich mal der ganze Sand hin wieder.
Perfekt. Warum habe ich jetzt noch einen Sand über? Achso, weil ich da ja fälschlicherweise irgendwo Sand abgebaut habe. Ja gut. So. Dankeschön. Alter, du musst echt konzentriert bleiben, damit du hier nicht komplett durcheinander kommst. Ist ja verrückt. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Genau, hier kommt denn der Zaun hin. Genau, genau. Das heißt, hier kommt jetzt der nächste, hier kommt wieder Zuckersand hin. Hallo? Bitte reingehen? Danke. Perfekt. Ja, du da eher nicht so. Und stattdessen kommt hier wieder Erde rein. Hallo? So, hier kommt denn der Weg hin. Alter, die Waldfee. Oh yeah! Das letzte. Einhorn. Dann haben wir es geschafft. Gott, hier drunter ist ja Stein. Brauchen wir noch eine Axt? Was jetzt? Genau. Hier kommt Zuckerland hin. Und hier kommt dafür normale Erde hin. So, dann hier nochmal. Genau. Hier ist dann der Weg. So, und hier die beiden rein kommen auch weg. Und da kommt dann nämlich Zuckersand wieder hin. So. Das heißt, der Zaun muss hier auch weg, weil hier dann ja auch später das Gleifmännchen kommt. Achso, nee, der kann da bleiben. Und dann kommt hier der Zaun hin. Und dann sollte das Gleis da später genug Platz haben. Weil hier kommt ja das Gleis hin und hat der Zug hier noch ein bisschen Platz zum Feld hin. Ich weiß nicht, ob das so, weil ich meine, hier haben wir ja auch nicht wirklich Platz gelassen. Von daher, egal. Da haben wir jetzt Platz. So ist gut. Fertig. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt kommt das mit den neuen Wasserfeldern. Holla die Waldfee. Andererseits, jetzt muss ich mal überlegen, wie weit reicht das Wasser? Momentchen mal. Ja, eben, das Wasser kann unten ja eigentlich so bleiben, wie es ist. Ich meine, man sieht es ja eh nicht. Und funktionieren tut es so auch. Lol. Gut. Sparen wir uns ein bisschen Arbeit. Dann heißt das in der nächsten Folge Dinger hier. Ne, die Dinger hier. Ne? Zäune verlegen und naja, das ganze Gedöns halt, was noch fehlt. Ist ja noch ein bisschen. Bis dann.